speziell bei dem Hauptthema würde ich sagen, da war die Sache für mich, möglichst ursprüngliche oder sagen wir mal kernige oder ja, anfängliche Intervalle zu nehmen. Die Quinte ist ja das erste Intervall, was es in der Musik gibt, von der Seitenteilung her. Halbiere ich eine Seite, gibt es eine Oktave, das ist noch kein Intervall. Drittel ich die Seite, gibt es die Quinte, also damit ist der Urbaustein in der Musik. Und das kommt eben davor mit Dam, Bim, Da, Dam, Bim, Bam, Bim, Badam, sind zwei Quinten, A-Moll-Quinte, C-Quinte übereinander gestapelt. Und dadurch kriegt die Musik irgend so was zum einen Unverwüstliches, das heißt, die hat eine Direktheit und eine Urhaftigkeit, die auch nichts Weichliches und dergleichen hat. Über den Inhalt des Filmes, also gerade eben die Pathetisierung, die Heroisierung, da haben wir natürlich lange diskutiert und da gab es schlichtweg von uns dann so eine dramaturgische Absicht, nämlich am Anfang, um die ganze Sache noch plastischer zu machen, am Anfang das auf ein sehr hohes, aggressives Level zu heben, das heißt wirklich in den ersten 10 Minuten glauben zu machen, hui, da läuft jetzt ein Kriegsfilm ab, wo geballert und geschossen wird und die Leute haben Freude am Krieg und die Musik, die unterstützt es noch, das heißt, man wird erst in die Höhe gehalten. Und dann kommt allerdings, je höher man am Anfang die Leute hochhält, umso tiefer ist nachher der Fall, wenn die Musik am Schluss nur noch absolute Resignation und sich eigentlich selber abbaut und auch immer spärlicher wird. Hinten raus hat es viel weniger Musik. Und durch den Kontrast erst kriegerisch und dann traurig, da kann man einfach das dramaturgische Spektrum noch mehr anschärfen. In Szenen wie dieser zeigt sich die Macht der Musik im Film. Aus dem Hauptthema entwickelt, drückt das Schmerzensthema das Leid der Menschen aus und verstärkt den Eindruck der Bilder. Schneiders Stärke liegt in der Komposition eingängiger Motive bis hin zur Melodie, die mittels modernster Studiotechnik in der Kombination von großem Orchesterklang und Elektronik entwickelt und variiert werden. Norbert Jürgen Schneider hat übrigens auch die neue Titelmusik von Kino Kino geschrieben. Das Neueste von Heimatregisseur Edgar Reitz können Sie vom 13. bis 16. Februar im Münchner Prinzregententheater sehen. Die zweite Heimat, Chronik einer Jugend. 4 Tage Kino nonstop, ein Vorhaben, für das Sie viel Sitzfleisch oder ein dickes Kissen brauchen. Und noch ein Tipp, den Kino-Kino-Tipp nämlich, eine kurze Vorstellung aktueller Filme, die es künftig 2-mal im Monat gibt. Die erste schon in einer Woche, am 27. nach dem Spielfilm. Kino Kino kommt im Februar am 17. aus Berlin von den dortigen internationalen Filmfestspielen. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.